Ich werde also als allererster sterben, ohne jemals zu erfahren, was in diesem Keller ist. Hä? Kannst du sie sehen, unsere toten Kameraden? Sie alle schauen uns aufmerksam zu. Sie möchten wissen, was aus ihren geopferten Herzen geworden ist. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Du hast hervorragend gekämpft. Dank dir haben wir es bis hierher geschafft. Ich entscheide jetzt. Bitte gib deinen Traum auf und stirb heute. Führ die Rekruten tapfer in die Hölle. Und den Tiertitanen meine ich zur Strecke. Ja, Leid, du hast verloren. Ganz am Anfang, da habe ich dir gesagt, dass ich deinen Namen, wenn deine Zeit einmal gekommen ist, in mein Death Note eintragen werde. Das ist eine Regel, die eingehalten werden muss. Eine Verbindung zwischen dem Shinigami, der das Death Note in die Menschenwelt gebracht hat, und dem Menschen, der es als erster in Händen hielt. Wer weiß, wann du gestorben wärst, wenn sie dich in den Knast gesteckt hätten. Ich habe echt keine Lust, so lange zu warten. Es ist vorbei. Stirb einfach hier und jetzt. Sie ist positiv. Immerhin haben wir uns recht lange gegenseitig die Zeit vertrieben. Eigentlich ist es egal, aus welchem Grund wir kämpfen wollen. Der Glaube, Ideale, das Vaterland, Hass, Liebe oder was auch immer, ganz egal. Die Menschen finden immer irgendeinen Grund, um einen Krieg zu entfachen. Während des Kampfes vergessen sie, denn eigentlich geht es immer nur um den Kampf an sich. Verstehe, ist ja ein Ding. Der Sohn von Roger. Du ähnelst deinem alten Herrn nicht ein bisschen. Ihr wart Feinde, oder? Schmeißt du mich jetzt raus? Du hast gesagt, du wolltest mir etwas Wichtiges sagen. Dabei ist es absolut unbedeutend. Es spielt keine Rolle, von wem du abstammst. Wir sind alle Kinder des Meeres. Haben Sie schon mal einen Piraten gesehen, der selbst auf dem Schafott noch gelächelt hat? Nein, Captain. Sogar die gefährlichsten Verbrecher sind im Angesicht des Todes aschfahl geworden. Sie waren völlig verzweifelt. Der Junge mit dem Strohhut nicht. Er hat gelächelt. Genau wie Gold Roger, der König der Piraten. Vor genau 22 Jahren kam er in dieser Stadt aufs Schafott und hat bei seiner Hinrichtung gelächelt. Ich hab dir was zu sagen, also hör gut zu. Du solltest deinen Teamkameraden Respekt erweisen. Er kommt an mir vorbeiziehen, aber... Solange du so schwach bist, hast du mir gar nichts zu sagen, du Vollidiot. Wer ist hier der Vollidiot? Warum wolltest du dich denn umbringen, hä? Naja, weißt du, es ist eben einiges passiert, aber jetzt... Wie soll ich sagen, was... Ich hab's gemacht. Ja? Also hatte ich tatsächlich recht? Ich hab geahnt, dass etwas nicht stimmt. Dein ganzes Zimmer war auf einmal blitzeblank und du bist auch gar nicht mehr ans Handy gegangen. Und was sollte das eigentlich mit diesem merkwürdigen Kalender? Alle Seiten nach dem April waren rausgerissen. Wenn du nicht versprichst, dass du das sein lässt, verbrenne ich das alles. Die ganzen schwer verdienten 1,7 Millionen Yen.
dir jetzt gut zu. Das Leben ist eine Reise ohne Ziel. Wer Neues sehen will, der muss sich selbst einen Weg bahnen. Bist du überhaupt mal hier rausgekommen? Ich denke, du verwechselst da was. Nur weil du stark bist, bist du noch lange nicht am Ziel. Den beschwerlichen Weg des Helden meistert man nicht mal eben so, das ist harte Arbeit. Hat es vergessen. Hat es wirklich völlig vergessen. Ich bin immer noch ich. Einmal Versager, immer Versager. Daran ändert auch ein zweiter Versuch nichts. Menschen haben uns Bestien schon immer gehasst, haben uns von unserem Land vertrieben und uns Nahrung verwehrt. Ihr Menschen habt wahrscheinlich keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn man zum Überleben stehlen muss. Was für Gefühle hast du eigentlich für mich, Meister? Was für Gefühle?